Die Spatzenhirne, die suchen nach einem Verehrer für ihre Schwester. Sie wollen sie loswerden, damit sie ihr Land verkaufen können. Wir müssen für Kashka jemanden finden, der sie von den Socken haut und kein Trunkenbold. Ich habe gehört, ihr sucht nach einem Traumprinzen? Donna und Doria, der Slowake. Slowake? Scheint, als würdet ihr doch keine Geschäfte machen wollen. Hey, nicht so schnell. Warte. Wer hat gesagt, dass wir kein Interesse haben? Setz dich. Du bist also ein Tourist. Oder wie man auch sagt, ein Mann von Welt. Oder auch Nomade, wie ich mich gerne nenne. Wie kommt's, dass Kashka dich einfach so reingelassen hat? Na, ich kann sehr charmant sein, wenn ich will. Du lügst doch! Meine Schwester würde niemals auf einen Kerl wie dich reinfallen. Komm wieder runter, Gentusch! Er macht sich lustig über uns. Er ist der Beste, den wir haben. Ich gehe ja schon. Nimmst du unser Angebot an? Das kommt darauf an. Wie viel? Wie viel Zeit ich brauche? Eine Woche. Wie viel Kohle du willst? Keine Sorge, ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht abschlagen könnt. Aber wir regeln das auf meine Weise. Ihr erzählt mir alles, was ich über Kashka wissen muss, und niemand erfährt von uns. Was haltet ihr davon?